Hallo Krebs, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für den Monat September steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Krebs. Hinter dem Deck Ast der Stäbe. Ast der Stäbe, eine sehr positive Energie für den Monat September. Krebs, ja? Also wir könnten hier was Neues haben. Und das könnte perfekt auch mit deiner Arbeit zu tun haben. Ja, also diese Karte spricht über eine Leidenschaft. Ja, etwas, was dir sehr gut gefällt. Also ja, also das ist ein Feuerelement immerhin. Und ja, wir können hier nochmals über die Arbeit reden. Ich habe hier eine starke leidenschaftliche Energie, Ritter der Schwerter und Ast der Stäbe. Die Energie bei dir gerade, Krebs, zeigt sich sehr schnell. Ist sehr schnell. Ja, also sehr schnell, es sieht sehr gut aus. Ich spüre hier eine wichtige Kommunikation für dich, was sogar mit deinem Beruf zu tun hat. Ich meine, die Energie zeigt sich sehr stark über Arbeit, das muss ich dir schon sagen. Also die Arbeit sieht man bei dir hier gerade. Natürlich könnten wir jetzt über was anderes reden, aber das müssen wir jetzt schauen. Ja? Also vorerst, ich spüre einfach nur eine Schnelligkeit in deiner Energie. Ja? Wenn zum Beispiel, wenn du hier eine Energie hattest, die langsam war, oder wo sich nichts getan hat oder so eine Sache. Es endet sich im Monat September. Die Energie zeigt sich sehr schnell bei dir und sehr positiv. Ja, sehr positiv mit diesen Ast der Stäbe. Ja. Ich kann, wie gesagt, andere Sachen hier sehen, aber wir schauen jetzt weiter. Erstmal, ja. Denn die Energie ist diese hier. Ich sehe schon eine neue Situation hier, die auf dich zukommen wird, ja, eine neue Situation. Wie gesagt, ich kann hier auch eine andere Situation sehen, aber wir müssen jetzt erstmal schauen, ja. Schaue bitte, in der Mitte hast du einen Puppe der Münzen. Puppe der Münzen spricht auch über ein Angebot, ja. Warum denke ich das? Weil zusammen mit Ast der Stäbe, diese beiden Karten zusammen, könnten darüber viel reden, ja. Ein Angebot gibt es hier. Und das ist Arbeit. Die Energie hier spricht sehr viel für die Arbeit, für neue Anfänge, was Neues, was du anfängst, was du lernst, natürlich. Du kannst hier was haben jetzt, was du etwas, was du neu lernst, oder eine neue Arbeit,
was du, ja, also etwas Neues gibt es hier. Puppe der Münzen und Ast der Stäbe. Die Energie ist nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, also die ist nicht schlecht. Die ist sehr positiv in dem, was du jetzt neu anfangen möchtest. Ja, sehr positiv. Die Karte, die diese hier kreuzt, ist 8 Münzen. Die Arbeit. Immer wieder die Arbeit. Also 8 Münzen und Puppe der Münzen. Wir reden bei dir, die Blockade ist diesen 8 Münzen. Ja, die Blockade ist, dass du sehr beschäftigt bist. In manchen Fällen hast du viel zu tun, du arbeitest sehr viel. Ja, du arbeitest sehr viel und du bist sehr fokussiert in dem, was du machst. Und du hast momentan wenig Zeit gehabt. Ich denke, wenig Zeit gehabt. Weil nochmals, ich spüre hier, es ändert sich. Hier gibt es eine Veränderung in deiner Energie. Mit diesem Ritter der Stäbe und Ast der Ritter der Schwerter und Ast der Stäbe. Krebs, ich sehe hier eine Person, die auch sehr fokussiert, diszipliniert und sehr viel arbeitet. Das sehe ich. Eine Person, ja, ist in dieser Situation. Und dann spüre ich hier ein neues Angebot. Ich sehe hier eine Nachricht, eine Kommunikation. Krebs könnte ich für eine Gruppe, und das sehe ich die ganze Zeit eigentlich. Also, aber ich möchte nicht immer so schnell darüber reden, weil es wiederholt sich immer wieder die gleiche Situation, aber die Energie zeigt sich. Könnte ich hier und die Legung kann sich für die Cross Watchers spiegeln. Eine Person, die schnell sich versöhnen möchte. Ja. Eine Person, die sich versöhnen möchte, sage ich es jetzt mal. Ja. Eine Person, die wirklich mit einem Angebot kommt, mit einer kleinen Nachricht kommt, mit einer So-Versöhnung kommt. Das sehe ich auch. Vielleicht du arbeitest mit dieser Person zusammen. In manchen Fällen ist das kein Wunschpartner, sondern ein Arbeitskollege. Arbeitskollegen sieht man hier, eine Person, du hast mit dieser Person irgendeinen Konflikt gehabt. Ja, Konflikten sieht man hier mit einer Person. Das ist ein Arbeitskollege und diese Person möchte sich mit dir wieder versöhnen. Wir wissen ja, wir müssen nicht immer über einen Wunschpartner reden, weil es ist nicht immer der Fall. Und das, jeder von uns musste irgendwie wissen, über welche Person hier geredet wird. Ich sehe hier einen Ritter der Schwerter. Die Person, die ich hier habe, möchte sich schnell wieder versöhnen. Ja, die Nachricht kommt. Und die Arbeit sieht man. Ich denke, man arbeitet zusammen mit dieser Person. Entweder ich arbeite zusammen mit dieser Person oder ich habe mit dieser Person mal zusammengearbeitet. Ja? Ich hole mir mehrere Karten, weil du merkst ja, wenn ich dir ehrlich bin, Krebs, ich sehe die Arbeit bei dir sehr extrem. So ist es nicht. Ich sehe die Arbeit hier. Das wirst du jetzt gleich sehen. Ich sehe die Arbeit tatsächlich, aber ich sehe hier vielleicht eine komplizierte Energie auch. Sogar eine unreife Person, eine unreife Energie. Und diese Person ist immer wieder irgendwie vielleicht kompliziert. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, diese Person. Das kann ein Kind sein, natürlich. Wie gesagt, sprich nicht für uns alle über die gleiche Person, über das gleiche Verhältnis. Für eine Gruppe ist das ein Kind. Für eine andere Gruppe spricht das wirklich für einen Arbeitskollege, Geschäftspartner. Wunschpartner von mir aus. Aber ja, ich sehe schon, die Arbeit ist hier so etwas wie die Verbindung. Oder man, wie gesagt, ich spüre hier eine solche Situation. Zeigt sich hier irgendeine vielleicht negative Energie? Ich sage ja. Ja. Zehn der Münzen. Die Familie zeigt sich, Krebs. Hier ist die Familie, du siehst ja.
das ist eine familiäre Situation. Ritter der Stäbe. König der Stäbe. König der Münzen. Königin der Münzen. Hier sind viele Menschen, ja. Also König und Königin der Münzen ist da zusammen sogar. Der König und die Königin der Münzen. Hier ist ein Ehepaar. Hier sieht man schon einen Ehepaar. Und dann kommt ein König der Stäbe, Ritter der Stäbe, Zehn der Münzen. Hier sehe ich einen Ehepaar und hier sehe ich aber auch eine Person, die verheiratet ist. Also hier ist der König und der Stäbe, Ritter der Stäbe und Zehn der Münzen. Diese Person, die ich hier habe, ist verheiratet auch. Und diese Person, diese beiden Menschen, die ich habe, sind auch verheiratet. Ich sehe hier Menschen, die verheiratet sind, ja. Ich meine, sehr normal, oder? Also, aber ja, ich meine jetzt, die Legung spricht sehr stark auch für diese Gruppe, für Menschen, die irgendwie verheiratet sind in ein, oder so eine Situation. Für diese Gruppe sieht man hier, hat man gerade jetzt gesehen, ja. Ich sehe schon eine leidenschaftliche Energie hier. Schauen wir mal weiter. Ja. Krebs. Hier sieht man eine Person in dem Fahrrad. Eine Person bewegt sich viel mit dem Fahrrad. Nochmals reden wir hier über eine Energie, die sehr schnell ist. Du hast ja Ritter der Schwerter hier. Ritter der Schwerter. Man sieht hier auch ein Motorrad. Also hier siehst du das Motorrad hier. Vielleicht hat eine Person hier einen Motorrad. Ja, hier sieht man die. Und hier sieht man auch eine Person in Bewegung. Auch in so einem Fahrrad oder ein Motorrad auch. Ja, natürlich. Die Energie bei dir ist schnell. Also es, ja, also wir haben jetzt so eine Energie bei dir. Schaue bitte jetzt. Du hast in der Mitte, wie gesagt, ein Puppe der Münzen, begleitet mit 9 der Kelchen. Ja. Und dann von mir diese Karte. Hier siehst du eine Person mit einem Handy. Diese Person schaut sich Fotos oder Sachen über Handy an. Diese Person wartet auf eine Nachricht. Diese Person möchte kommunizieren. Also hier sehe ich Internet, Kommunikation über Internet und so weiter. Also das Gefühl wäre tatsächlich, ja. Also ich denke, du wirst bald, ich würde sogar sagen bald, die Legung ist ja für September, aber ja, noch eine Woche und dann haben wir schon September. Ich denke, nicht mal eine Woche, ne? Also nicht mal eine Woche. Heute ist der 27. August. Also bald wirst du eine Nachricht bekommen, denn eine Person möchte hier etwas machen, eine Handlung machen, ja? Ja, Internet sieht man, Kommunikation über Internet, Handy und so weiter sieht man hier. Puppe der Münzen und 9 der Kelchen. Also eigentlich sehe ich hier eine Person, die sehr gut geht. Ich spüre eine Energie hier, die sagt, mir geht es gut. Ich bin in meinem Balance. Und das ist diese 9. Kelchen. Krebs, ich sehe hier eine Einladung. Egal, wie ich mir die Sache anschaue. Also, es ist sehr stark zu spüren sogar. Es kommt hier eine Einladung. Eine kleine Nachricht jetzt erstmal, ja. Also, eine kleine Nachricht. Ja. Und irgendeine Einladung. Einen, ja. So eine Situation sehe ich hier. Eine Person möchte dich sehen, eine Person möchte dich einladen. So ein Gefühl habe ich hier zumindest. Zumindest ist das mein Gefühl. Wir schauen jetzt weiter, Krebs, ja? Ja, die Nachricht sieht man hier bei dir, ja? Schau mal bitte in deine Blockade, ist diesen 8. Münzen. Und 8. Münzen, du siehst diese Person hier, die sehr viel arbeitet, gibt ja den Rücken. Hier ist eine Person, die nur den Fokus, die Arbeit ist. Ja? Und die Karte ist in der Blockade. Deswegen auch, weil die Person, hier gibt es jemand, die, diese Person arbeitet nur, kümmert sich nicht zu sehr um die Liebe oder um die Gefühle. Die Person arbeitet und das ist das Gefühl hier bei jemand, bei einer Person. Begleitet mit der Hohepriesterin. Die Hohepriesterin.
Ich spüre hier eine sehr intuitive Person. Die Energie hier ist sehr intuitiv. Und nochmals, eine Person, die arbeitet. Das ist das Gefühl hier. Die Hohepriesterin kommuniziert hier nicht. Diese Person hier zieht sich zurück. Ich spüre eine sehr spirituelle Energie bei dir, Krebs. Ich meine, das ist die Hohepriesterin und achte Münzen von da aus. Ich deutlich. Begleitet mit dieser Karte. Schaue bitte jetzt, Krebs. Diese Karte spricht über eine Einigung. Es gibt hier ein gutes Zusammenarbeit. Ich meine, die ganze Zeit könnte ich auch darüber reden, ja? Sagen wir mal jetzt bei dir, Krebs, einen Wunsch kommt für dich in Erfüllung. Habe ich das Gefühl hier bei dir? Auch. Ja. Denn ich habe bei dir klare gemischte Gefühle. Ich könnte hier über viele Sachen reden. Und jetzt musst du für dich nehmen, das, was du denkst, spricht für dich. Ich spüre irgendwie das Gefühl bei mir gerade wäre, einen Wunsch hier kommt zum Erfüllung. Einen Wunsch kommt zum Erfüllung, ja. Das hat mit der Arbeit zu tun. Also mein Gefühl ist, dass das hier für dich Arbeit ist. Du merkst ja, welche Energien wir hier haben und ich zeige dir noch mehr. Also die Energie bei dir ist sehr stark da. Und es kommt hier zu einer Einigung. Sagen wir mal jetzt, diese Kombination, die ich hier habe, ist bei dir in eine Blockade. Diese Einigung ist auch in eine Blockade. Ja, warum? Weil eine Person sehr beschäftigt ist hier. Ja? Also ich spüre hier die Beschäftigung, Berufsleben, die Arbeit. Eine Leistung, die ich mache. Eine Person ist hier beschäftigt. Ja. Das ist das Gefühl, was ich hier habe. Und ich spüre hier einen Angebot. Für dich heißt das einen Wunsch. Für dich ist das einen Wunsch hier. Und das kommt hier als Thema über eine Nachricht, Internet und so weiter. Schaue bitte jetzt in deine Unbewusstheit. Hast du die Karte die Liebenden? Die Karte die Liebenden, Sternzeichen Zwilling, 6 der Münzen und nochmals diese Karte. Ich sage nochmals, weil ich habe das Gefühl bei dir, dass diese Karte sprichst du über Glück. Das ist Glück. In dem, was Neues, was ich anfangen möchte. Hier, da wo das, was ich neu anfangen will, weil hier wir reden über etwas Neues, was du anfangen möchtest, gibt es viel Glück. Ja, ich meine jetzt, wenn ich andere Kombination hätte, muss ich schon ehrlich sein, wenn ich vielleicht nicht diese Karte hätte. Auch nicht diese Karte. Unter anderem, vielleicht würde ich was anderes denken, aber ich spüre bei dir eine wichtige Nachricht. Eine wichtige Nachricht hier, was mit einem Angebot zu tun haben könnte. Eine Situation, die für dich, ja, sehr, sehr extrem positiv sich anfühlt. Es ist für dich sehr positiv. Das ist genau das, was du wolltest. Das ist genau das, was du wolltest. Und es kommt schnell. Ja? Schau jetzt bitte in deinem Bewusstsein. Hast du einen Herrscher? Einen Herrscher, das ist wieder eine Firma. Das ist wieder eine Person, die selbstständig ist, eigene Firma hat. Eine Person, die, wie gesagt, sehr beschäftigt ist tatsächlich. Eine Person, die alle Hände voll zu tun hat. Nochmals, einen Chef, eine Chefin und so eine Energie zeigt sich hier. Das ist für dich eine Leidenschaft. Das ist ein Geschäftspartner. Also es kommt jetzt natürlich auf deine Situation drauf an. Das ist eine Leidenschaft, die du hier mit einer Person teilst. Das ist so, so würde ich das sehen. Ja? Eine Leidenschaft, die du hier mit einer Person teilst. Ja, das ist der Herrscher. Begleitet mit drei Schwertern.
Der Herrscher und drei der Schwerter. Etwas ist hier mit dem Herrscher, ja? Ist der Herrscher krank? Ist der Herrscher irgend in eine komplizierte Situation jetzt gewesen? Weil drei der Schwerter spricht schon über eine komplizierte Situation. Drei der Schwerter kann auch aber über eine Krankheit reden. Nicht, dass ich unbedingt hier eine Krankheit sehe, ne? Aber drei der Schwerter kann über einen Treubruch reden. Klar, wer ist jetzt der Herrscher hier für dich, Krebs? Das kannst ja nur du wissen. Sternzeichen Widder zeigt sich sehr stark bei dir. Widder, Fische, Zwilling, Krebs wie du, Stier, Schütze. Schütze, auf diesem Würfel kommt Sternzeichen Schütze und die Nummer 1. Wer ist der Herrscher für dich? Ist das eine Firma, deinen Arbeitgeber? Ist das eine Person, mit der du zu tun hast? Und dann gibt es hier einen Drei der Schwerter, einen Treubruch. Ist das jetzt. Und dann sieht man hier, Krebs, diesen Wohnwagen. Eine Person macht hier einen Ausflug in Wohnwagen oder eine Person macht eine Reise. Es gibt hier irgendeine Verletzung, gibt es hier. Oder ich meine jetzt, für diese Person gibt es hier eine Verletzung, weil für dich gibt es auch sehr positive Karten. Ja, also viel Glück, eine Einigung. Wir schauen weiter. Vergangenheit, die Vergangenheit für dich, Sechs der Schwerter. Diese Karte spricht auch über eine Übergangszeit, ja, eine Situation, die ich verlasse. Und was, ich fange was Neues an. Sechs der Schwerter spricht auch darüber. Eine komplizierte Zeit habe ich jetzt hinter mir. Und ich verlasse diese Situation und ich fange was Neues an. Ich weiß natürlich nicht, wo ich jetzt ankommen werde. Es gibt eine Art von Ungewissheit hier. Aber ich mache das. Der Hierophant, Sternzeichen Stier, wie du siehst. Aber hier gibt es eine Veränderung, Krebs. Der Hierophant und Sechs der Schwerter, wir reden hier über Veränderung. Ja, beide Karten reden darüber, beide. Und nochmals, eine Firma, meine Arbeit. Ich kann hier über die Familie reden oder über die Arbeit reden. Ja, du musst schauen, was für dich da ist, weil ich habe gemischte Gefühle. Und ja, wie gesagt, einen Blumenstrauß, ja. Wie gesagt, das könnte für eine Gruppe hier, ich sehe hier eine Versöhnung. Mit einer wichtigen Person, eine Versöhnung mit einer Person. Ist das mein Vater, meine Mutter? Ist das jetzt mein Ehemann, Ehefrau? Ja? Wer ist diese Person in der Familie, die mir Blumen vorbeibringen möchte? Ich bringe dir Blumen vorbei. Ich möchte mich bei dir entschuldigen oder versöhnen. Ich habe es dir ja gesagt vorher, wie gesagt, du merkst ja, die gemischten Gefühle sind bei mir da, aber die sind begründet, ja? Weil die Energie hier gerade kann über vieles reden, über vieles. Und du siehst ja, diese Person hier hat es eilig. Ich habe es eilig, ich möchte mich mit dir versöhnen, tatsächlich. Ich sehe hier eine Versöhnung. Das sieht man. Und der andere. Und eine Person möchte wirklich jetzt wieder mit Blumen. Die Person kommt mit Blumen an. Ja. Die Energie hatte ich bei Sternzeichen Jungfrau sehr stark. Blumen, Parfüms und so Sachen. Gerade sehe ich die Nummer 1111 in meiner Uhr. Krebs, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. 1111, ja. Okay, wir machen weiter. Schaue bitte jetzt in deine Zukunft. Zukunft. Die Karte der Narr. Die Karte der Narr ist eine Person, die glaubt, ich bin in meinem Glauben, dass alles gut gehen wird. Ja, ich glaube, ich vertraue und ich riskiere. Ich riskiere. Ohne Angst. Warum nicht? Weil ich glaube ja, ich bin im Vertrauen. Ich vertraue das Universum und ich glaube daran, dass alles gut gehen wird. Das ist die Nummer 0 und das ist ein neuer Zyklus.
Du hast auf diesen Würfeln hast du die Nummer 1. Die Nummer 1 spricht auch über was Neues. Wow, also du hast eine starke Energie hier, Krebs. Also nicht, was ich da sage, du merkst ja. Du hast in deine Zukunft, Vergangenheit, Entschuldigung, sechste Schwerter. Sechste Schwerter spricht über diese Übergangszeit, ja. Also die Gedanken sind ja da. Soll ich eine Sache machen, soll ich nicht und so weiter. Also ja, am Ende man macht das, man macht diese Handlung tatsächlich, weil das sieht man hier. Ich sehe hier eine Handlung, ja, eine Kommunikation sieht man hier, eine Versöhnung. Und das ist die Karte der Narr plus, ja, achte Kelchen. Ja. Du hast Wasserelement auch da, ja. Fische, Krebs, Widder oder Skorpion. Hier sieht man nochmals eine Person, die riskieren möchte. Aber schau mal bitte hier, die Karte, die ich hier habe, Fälschung, Original und Fälschung. Gell? Klar, jetzt ist die Frage, ja. Jetzt stellt sich die Frage, ja. Worüber reden wir hier jetzt für dich? Ist das Arbeit oder ist das Familie oder wie auch immer oder eine bestimmte Person, Geschäftspartner oder so? Ja. Weil diesen Bube der Schwerter ist nämlich auch da. Denn die Karte Original und Fälschung ist da. Ich meine, ich erkläre jetzt diese Karte noch, aber du siehst ja, ich habe hier nämlich der Narr und achte Kelchen. Können wir hier jetzt über eine so gewisse verrückte Handlung reden? Eine Person, die ein bisschen so mehr auf die verrückte Art handelt? Etwas leidenschaftlich ist und ein bisschen mehr so immer wieder kommt und sich immer wieder versöhnen möchte und das ist mehr eine Fälschung als was anderes? Können wir hier gerade bei dir über verschiedene Situationen oder verschiedene Menschen reden? Ich habe hier ein Herrscher mit drei der Schwerter. Herrscher und drei der Schwerter. In der Vergangenheit hast du der Hierophant. Könnte sehr gut für den Herrscher reden. Ja? Diesen Hierophant kann perfekt über den Herrscher reden. Und sechste Schwerter und achte Kelchen. Ja. Wir kommen ein bisschen näher an der Situation dran. Also wir sind nah dran. Also wir reden über eine Versöhnung tatsächlich, über eine Person, die vielleicht sich schon sogar oft das schon entschuldigt hat oder versöhnt hat. Denn von diesem Orakel, Krebs, kam für dich diese Karte, eine Nachricht, ja? Diese Karte spricht ja über Nachricht von einer Person, die sich allein fühlt. Eine Person fühlt sich hier allein und verlassen. Diese Person, die sich allein fühlt, in Co-Abhängigkeit fühlt, weil ich spüre hier eine Abhängigkeit, er wird dich schreiben. Schau mal, in deine Gefühle hast du einen König der Stäbe, nochmals Feuerelement, der Eremit. Sternzeichen Jungfrau, über Jungfrau haben wir vorher gesprochen, oder? Und die Karte, du bist scharf. Ja? Ja, wir haben eine sehr leidenschaftliche Energie hier. Also, so ist es auch nicht. Also, der Ritter der Schwerter und Ast der Stäbe, wir reden über diese starke Energie. Sehr heiß, die Energie. Genau wie bei Sternzeichen Zwilling gestern. Du hast hier, ich spüre hier eine Person, also ich sehe eine Person auch, die sehr lang jetzt allein ist, ja. Der Eremit ist eine Person, die ist allein ist, sehr lang und eine reife Energie ist hier. Ich spüre aber auch eine, also diese Person, die ich hier habe, Feuerelement, ich sehe verschiedene Nationalitäten mit einer Person, Krebs, ja. Die Nationalität kann verschieden sein. Ich spüre diese leidenschaftliche Energie hier. Keine Kommunikation, man beobachtet, man kommuniziert nicht. Ja, und die Energie zeigt sich sehr, ja. Schau mal, was du von außen ansiehst, Ast der Kelchen, Ast der Kelchen, Ast der Stäbe.
Als der Kirchen ist eine Situation, die dich glücklich macht. Das ist die Liebe. Das ist die Selbstliebe. Begleitet mit 7. Stäbe. Das ist die Selbstliebe, Krebs. Ich spüre hier die Selbstliebe bei dir. Und dann diese Tabletten. Vielleicht Medikamente. Eine Person muss sich muss Medikamente nehmen. Rede ich hier für dich auch über die Gesundheit? Ja, also. Ich spüre gerade die Selbstliebe. Also muss ich schon dazu sagen, ja. Also für mich gerade, die Energie, die ich hier so spüre, so ein bisschen ist mehr, bleibe dir selbst treu und bleibe dir auf jeden Fall selbst treu und bleibe in deiner Selbstliebe. Ja. Denn ich spüre schon eine Falschheit hier. Jetzt willst du mir sagen, was das ist? So spüre ich das und so sage ich das auch. Schau mal bitte, ja, die nächste Karte, 5. Münzen. 5. Münzen ist für mich diese Karte. Diese beiden Karten sind gleich. Gleiche Karten. Die gleiche Karten. Sprichst du bei einer Person, die sich allein fühlt, ja? Begleitet mit Ritter der Münzen. Ritter der Münzen, nochmals sehr viel Zeit, also sehr langsam die Energie hier. Die Energie ist langsam, vielleicht finanzielle Verluste hier, vielleicht reden wir über die Finanzen, ja, über die Gesundheit tatsächlich. Das ist eine weiße Taube, spricht auch für mich wie die Karte die Mäßigkeit. Sternzeichen Schütze. Und für mich auch über die Gesundheit, ja. Für eine Gruppe, eine Person war krank, sehr lang jetzt. Ich war sehr lang krank. Ich war im Mangel, ich habe mich im Mangel, im Verlust gefühlt, ja. Und ich bin in einer Heilung. Das ist der Grund, warum meine Energie so langsam war, ja, weil ich krank war. Ja, und das, die Energie zeigt sich hier bei dir, Krebs, ja. Die Gesundheit. Aber wie gesagt, es sieht gut aus. Mit der Karte, die weiße Taube ist eine positive Karte. Ergebnis für den Monat September, Ergebnis. Die Karte des Stern spricht über Klarheit, Licht und Klarheit. Das ist Hoffnung. Das ist eine Person, die betet. Ich bete den Universum für Klarheit und Licht. Ja? Ich bete, dass mir den Weg gezeigt wird. Den richtigen Weg gezeigt wird. Ja? Und diese Karte spricht auch über Heilung und eine Reinigung in der Energie. Das ist eine der besten Karten auch im Tarot, die Karte des Stern. Sternzeichen Wassermann, Fische. Diese Karte nochmals ist eine Karte, die mit dem Schicksal zu tun hat, mit einer Bestimmung, mit einer Führung. Zeichen, die man bekommt, ja, ich bekomme Zeichen vom Universum und ich sehe die Zeichen, ich kann die sehen. Diese Karte spricht über eine neue Mentalität. Das ist eine neue Mentalität hier. Begleitet mit 7. Kerlchen spricht auch wieder mal über einen Wunsch. Ich spüre einen Wunsch hier. Krebs, das ist ein Wunsch. Über einen Wunsch haben wir vorher gesprochen, ja. Ganz am Anfang in der Mitte haben wir für dich über einen Wunsch gesprochen. Und diesen Wunsch zeigt sich wieder hier. Wir reden über die Zukunft, weil die Karte des Sterns spricht mehr über die Zukunft, deutet mehr auf die Zukunft, ja? Und es ist eine positive Kombination jetzt. Diese Karte ist auch gekommen. Entschuldigung, ja, ist ein bisschen fresh, die Karte hier, ja? Aber es hat immer einen Grund, ja? Es hat hier immer einen Grund. Denn wenn ich dir ehrlich bin, Krebs, du hast hier 7 und 8 Kerlchen. 7 in dein Ergebnis, 8 in deine Zukunft, 7 und 8 Kerlchen. Ich sehe bei einer Gruppe, du hast entweder mit einer Person zu tun, die manche schlechte Gewohnheiten hat, ja, schlechte Gewohnheiten. Ich kann natürlich auch über Alkohol reden. Eine Person trinkt hier sehr viel Alkohol und eine Person ist hier in einer Entgiftung, ja. Ich sehe aber auch hier irgendeine Befreiung, ja? Einen Loslassen. Ich spüre bei dir eine Fälschung hier, Krebs. Das ist jetzt die Karte Fälschung und diese Zunge.
Diese Zunge, diese Karte ist auch frisch. Ich finde es auch frisch irgendwie. Du hast hier 7 und 8 Kelchen. Ich sehe schon eine Person mit schlechten Gewohnheiten, egal worüber wir reden. Was ich aber für dich sehe, denn wir reden ja für dich, Krebs, die Energie ist ja für dich für den Monat September, ist das hier. Diese beiden Karten sind für mich wichtig. Die Karte der Narr und der Stern. Diese beiden Karten reden über Hoffnung, über den Glauben. Ja, diese Kombination hier spricht über eine Person, die gläubig ist und betet. Ja, das ist diese Kombination hier. Ich glaube und ich bete und ich vertraue dem Universum. Und ich gebe mich dem Universum hin. Also, ja, diese Hingabe ist da. Ich vertraue, dass alles gut gehen wird. Ich vertraue. Es gibt hier eine starke Energie. Also, das ist die Karte der Narr und die Karte der Stern. Ich folge die Zeichen vom Universum. Es gibt hier eine Lebensaufgabe, eine Bestimmung, spüre ich hier. Und das ist hier eine sehr positive Kombination von Karten, Krebs. Natürlich rede ich hier auch über einen Loslassen, ja. Loslassen, natürlich. Eine Befreiung, eine Reinigung in der Energie. Ja. So ist es. So sehe ich das und so sage ich dir das auch. Denn ich denke, du hast mit einer bestimmten Person zu tun, die manche schlechte Gewohnheiten hat. Die Legung kann sich für die Crosswatchers spiegeln, das können wir ja nicht ändern. Und diese Situation hat ein Ende. Warum hat das hier ein Ende? Weil du viel Klarheit in der Situation bekommen wirst und dementsprechend auch handeln wirst. Ich sehe hier eine Befreiung. Ich habe jetzt Licht und Klarheit und ich lasse los, ich befreie mich. Erzengel Michael sagt dir, Krebs, diese Situation ist bereits gelöst. Eine bestimmte Situation hier bei dir ist bereits gelöst. Eigentlich da ist nichts mehr zu machen. Ja, nichts mehr zu machen, nichts mehr zu bereden, nichts mehr zu. Die Situation ist bereits gelöst. Und du bist auf dem richtigen Weg. Ja, du bist auf dem richtigen Weg. Ja. Ich spüre hier bei dir eine reife Energie. Ja, eine reife Energie. Die Karte der Tod zeigt sich auch. Die Karte der Transformation zeigt sich. Sternzeichen Skorpion. Und ich spüre bei dir hier eine Ende. Und weiter, so also ungefähr, ja? Ende und weiter. Warum? Weil ich spüre hier eine interessante Energie. Jetzt kommt drauf an, wie du dich das für dich spürst. Ich spüre hier tatsächlich eine Ende und weiter. Und jetzt kommt drauf an, wie du dich angesprochen fühlst. Wenn du dich angesprochen fühlst. Das ist, was mir die Energie sagt. Ende und weiter. Was ist das Negatives, was du verlassen sollst? Sagt diese Karte. Und Krebs, wie du merkst, also wir reden hier schon über eine bestimmte Situation bei dir, die negativ ist. Etwas ist hier negativ. Und die Frage ist, was ist das? Was ist das, was du verlassen sollst? Ja, wir reden hier über Loslassen. Zeige die Welt. Zeige der Welt dein Ich, also zeige der Welt, wer du wirklich bist, in Wirklichkeit bist, ja. Also es gibt hier genau das Ende von einem komplizierten Zyklus. Also Krebs, egal wie ich mir die Sache hier anschaue, egal wie ich mir die Sache hier anschaue.
Du merkst ja, wir haben ja mit einer bestimmten Energie angefangen, aber damit ist nicht alles gesagt. Logisch, oder? Weil man muss sich ja, die Entwicklung ist ja da. Und das ist genau wie das Leben. Also es gibt einen Prozess. Und das ist genau wie Tarot. Tarot ist das Leben pur, ja? Ist realistisch eigentlich, ja? Also wir machen uns hier nichts vor. Zumindest ich nicht. Ich bin mit meinen Füßen sehr auf Erde. Und ich mache mir nichts vor, ja? Realistisch muss man bleiben, natürlich. Sehe ich bei dir eine Treulosigkeit für eine Gruppe Sternzeichen Krebs? Ja, eine Treulosigkeit gibt es hier. Für eine Gruppe können zwei Menschen sein. Einen Treubruch mit einer Person? Ja. Wenn ich dir das so sage, du musst es wissen, wer die Person ist. Weil für dich ist eine Person, für mich ist eine ganz anderes Verhältnis zu dieser Person. Ja. Sehe ich eine karmische Situation hier? Aber deutlich. Eine karmische Situation gibt es hier mit einer Person. Reden wir hier über eine wichtige Seelenverbindung? Ja. Aber wie wir immer sagen, wenn zwei Menschen für eine Situation nicht vorbereitet sind, diese Situation ergibt sich nicht, weil das Universum es nicht erlaubt. Und das ist auch gut so. Ist genau richtig so. Ja? Wie alles ist. Du befindest dich gerade in dem richtigen Moment, da wo du sein musst. Und alles ist so gelaufen, wie es sein sollte, weil Gott Sachen gesehen oder gehört hat, die du weder gesehen noch gehört hast. Ja? Deswegen trennen sich, das Universum trennt von dir manche Menschen, weil die einfach nicht bei dir bleiben sollen. Ja? Es ist alles gut, so wie es ist. Es passt alles so, es ist richtig, alles so wie es ist. Du bist genau da, wo du sein musst, in der richtigen Zeit, in den richtigen Moment und alles passt auch sehr gut so. Wird diese Person, eine bestimmte Person, sich bei dir entschuldigen und das wird gerade jetzt geschehen? Sogar, es kann schon möglich sein, dass es geschehen ist jetzt oder sogar schnell jetzt ist, weil die Energie zeigt sich schnell. Eine Person bringt dir Blumen vorbei. Es kommt hier so eine Energie von Entschuldige, es tut mir leid, ich habe die falsche Entscheidung getroffen, es tut mir leid und so weiter. So eine Energie kommt hier. Ja, so eine Nachricht kommt hier. Eine Person möchte sich mit dir wieder einigen. Eine Person möchte sich mit dir einigen, es wieder gut machen und so weiter. Ich spüre diese Situation sehr stark, aber nicht vertrauen. Ich weiß auch nicht. Die Karte Fälschung ist ja gekommen. Und ich kann mich ja irren, logisch, aber die Karte nicht. Die Karte Fälschung ist ja gekommen. Vorsichtig mit einer bestimmten Person, die dich überzeugen möchte. Diese Person besteht darauf. Besteht tatsächlich darauf, ich möchte dich überzeugen. Vorsichtig mit einer bestimmten Energie. Und du weißt das auch, Krebs. Wenn ich, ja? Also, wenn ich dir das so sage, du musst es schon gleich denken, ja, ich weiß, von wem du sprichst. Weil, wenn das nicht so ist, dann brauchst du dich nicht angesprochen zu fühlen. Dann ist nicht für dich. Aber die Energie zeigt sich. Und so wie sie sich zeigt, zeige ich dir es auch. Ich spüre, wie, wenn ich dir ehrlich bin, eine sehr sexuelle Energie hier. Ja, ist das ein Problem? Nein, ist das nicht. Aber wenn es nur darum geht, dann ist da, wird das schon zu einem Problem. Ja, wenn die Energie nur darum geht, über eine Sexualität, dann wird es schon ein Problem. Ja, und diese Sexualität sehe ich. Interessant ist, ich spüre genau die gleiche Energie, ich meine, eine ähnliche Energie wie bei Sternzeichen Zwilling. Bei Zwilling habe ich auch das Gefühl gehabt, dass die Energie extrem sexuell war. Und wie gesagt, nicht, dass ich damit ein Problem habe, aber es ist ja klar, wir wissen ja, was damit gemeint wird, ja, dass eigentlich einfach nur so eine Sache ist, keine stabile Basis zeigt und in manchen Fällen immer über Dreierbeziehung gesprochen wird oder solche Situationen. Und deswegen sage ich, ja, das ist die Energie, die ich hier spüre. Wenn ich dir ehrlich bin, die Situation ist hier bereits gelöst. Das sagt ja Erzengel Michael. Nicht ich, sondern Erzengel Michael sagt dir, diese Situation ist bereits gelöst. Es gibt nicht mehr zu reden, nicht mehr zu besprechen, nicht mehr, ja. Also du bist schon auf dem richtigen Weg. Warum? Weil du in dieser Energie bist, Krebs. Das ist eine Reinigung. Das ist, ich reinige meine Energie.
Ich lasse los, ich befreie mich. Ich bin in meinem Lebensaufgabe und ich fokussiere mich. Ich habe Hoffnung, ich bin in meinem Glauben, ich vertraue und ich sehe die Zeichen. Ich bete und glaube. Das ist die Energie, das ist deine Energie. Sehe ich dich hier mit jemand zusammen? Wenn ich dir ehrlich bin, nein. Ja? Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier reden würden, du hast dich getrennt. Ich sehe dich allein, aber ich sehe dich allein, aber gut, zufrieden, in deinem Glauben, glücklich, in Hoffnung. Ja, das ist die Energie. Ja, wenn das für dich Arbeit ist, das Gleiche. Also die Energie ist sehr positiv. Ich spüre hier einen Wunsch bei dir, Krebs. Einen Wunsch ist hier. Und jetzt kommt natürlich drauf an, in welche Schwingung du dich befindest, wie dein spirituellen Weg ist und in welche Zeit du dich befindest. Weil Tarot ist von diesen Faktoren bedingt. Das ist der Grund, warum die Energie von Tarot nicht für uns allen gleich spricht. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass Tarot für die alle Sternzeichen Krebs auf der Welt gleich reden würde. Das ist nicht realistisch. Und wir haben ja gesagt, dass Tarot realistisch ist, ja? Und eigentlich schon. Die, die irgendwie sich was vormachen, sind wir Menschen, aber Tarot nicht. Tarot ist realistisch und redet auch deutlich, wenn wir es hören wollen, ja. Ich finde, es ist deutlich. Und wie gesagt, es kommt jetzt darauf an, weil diese Energie kann für jeder von uns in eine andere Richtung reden oder ganz anders reden können. Das sage ich dir aber auch. Überhaupt, auf welcher Seite bin ich hier? Bin ich jetzt die Person, die sich befreit, oder bin ich die Person, die extrem leidenschaftlich ist und einfach nur durch diesen Impuls mich gehen lasse? Das ist wieder, wie gesagt, sehr verschieden. Sehr verschieden. Ja? Denn habe ich hier bei dir eine frische Energie, eine frische, impulsive, sogar verrückte Energie? Ja. Ja. Die Energie zeigt sich. Und ich finde die Energie, die ich hier sehe, mit dieser Fälschung, gar nicht positiv. Deswegen sage ich, ich denke, du wirst Klarheit und Licht haben in dieser Situation. Und dass du, ja, dass du loslässt. Das ist das Gefühl, was ich hier bekomme. Denn in dieser Situation ist nichts mehr zu machen. Das sagt Erzengel Michael. Ja. Denn du könntest sogar zum Beispiel, wenn das ein Chef ist für dich, Chef oder Chefin, diese Person ist verheiratet und du hast ein Verhältnis mit dieser Person gehabt. Ich weiß, Krebs, das redet nicht für uns allen. Du hast irgendwie ein Verhältnis mit einem Chef gehabt oder einer Person, die verheiratet ist. Und du bist die dritte Person oder die Liebhaberin, der Liebhaber. Ja? Eine Person möchte sich mit dir wieder hier einigen oder irgendwie sich wieder versöhnen. Ja? Nochmals, diese Wiederholung, Karmazeit, wir wissen ja, wir sind ja in Karmazeit. Jetzt kommt dieses Exemplar wieder auf uns zurück und möchte ungefähr das Gleiche wiederholen. Also so ungefähr, wenn ich bis jetzt die Liebhaberin war, soll ich weiterhin die Liebhaberin bleiben. Und das ist einfach nur eine Wiederholung, weil die Person einfach heiß drauf ist und das ist aber auch alles, ja. Also, aber was sehe ich hier? Ich sehe hier einen Ciao, Ciao, Darling, ja. Das wäre, was ich hier sehe. Einen Ciao, Ciao, Darling. Mir geht es blendend. Ich habe viel Licht wie noch nie zuvor. Ja, mehr Licht als noch nie zuvor. Mir geht es blendend. Und ich fange was Neues an. Ich reinige meine Energie, meinen Körper. Ja, ich heile und ich lasse los. Das ist die Energie für Sternzeichen Krebs, Monat September. Das ist die Energie. Ja. Genau. Eine reife Energie. Ja, wir reden über eine reife Energie. Damit hat man jetzt alles gesagt. Ja, ich rede hier über einen negativen Zyklus, den man hinter sich verlässt. Und das ist die. Wir reden hier über einen Zyklus bei dir.
einen loslassen. Und jetzt kommt ziemlich drauf an, wie du dich hier siehst. Krebs. Krebs, das ist die Energie für den Monat September. Ich danke dir für deine Likes und deine Abos. Dankeschön. Und wir sehen uns bald, Krebs, ja? Danke, bis bald. Tschüss.